Das hatten wir auch schon mal umgekehrt. Nein. Nein. Nein, nein. Noch nie. Ich meine, Angeln ist immer noch das Spannendste von der Welt. Hast du denn nicht mal genug Fische? Brauchst du ja nur einen pro... Pro Trank. Ja, aber ne, 5 Minuten hält der ja. Trotzdem, ich habe erst 2 oder so. 10. Mal kurz. Variegated Lardfish, ja? Ja. 2. Ja gut, also 5 solltest du zusammenkriegen und haben wir eigentlich genug. Ja, ja, so ist das. Stunden später. Und halt Moonglow muss ich hier noch danach suchen. Da habe ich aber noch 8 von, das müsste reichen. Ja, trotzdem, man muss ja nicht alles, ne? Man kann ja mal ein bisschen was auf Reserve haben. Ja, ich will nur sagen, ne, es sind ja für den Boss jetzt wird es reichen dann. Ja, ich mache mir gar nicht mal so viel Sorgen um den Destroy. Ich meine, wir haben ihn jetzt noch nicht gesehen. Ich bin irgendwie sehr zuversichtlich, dass das vernünftig klappen könnte. Dadurch, dass der leichter sein soll eigentlich, ja, als der andere und wir sehr, sehr viel Damage machen, der also weiter verläuft, ne? Der nicht bei dem ersten Gegner hängen bleibt, sondern halt weiter fliegt, obwohl er schon Damage gemacht hat und das halt die Kernschwäche von dem ist, ich komme da nicht hin. Kriege ich denn jetzt auf einmal so viel Schaden von den Viechern? Stunden später. Ich verstehe es gerade nicht so ganz. Hast du irgendwas abgelegt oder so? Ich nicht. Hast du immer noch deine, keine Ahnung, was war das, 46 Rüstung oder so? Sehr, 45. Aber sonst nichts geändert. Das sind nur noch dieselben Items, die ich anhabe. Aber auf einmal halt kriege ich von jedem Vieh, was mich anfasst, halt, ne, sofort 150 Damage reingedrückt und dann treffe ich zweimal so ein Zubat. Er fliegt trotzdem weiter noch nicht zu, erwischt mich und. Der hat sämtlichen Skill jetzt verbraucht im letzten Bosskampf, oder was? Eigentlich nicht. Ich fühle mich ja auch jetzt nicht sonderlich, keine Ahnung, nervös oder so halt, ne? Nur. Keine Ahnung, ich komme einfach nicht weiter. Ich fall. Kriege jeden Gegner halt, ne? Schafft mir Damage zu machen. Besonders diese scheiß Melchor-Viecher, die mich die ganze Zeit abschießen. Irgendeiner Reichweite halt, ne? Ja, doch leicht. Diese aus dem Crimson oder was? Ja, ja. Ja, die sind auch ätzend, weil die dir halt den Debuff machen, dass du halt weniger Rüstung hast. Und das Problem ist halt, ich schaffe den Weg durch die Hölle nur erschwert. Ich komme dann gleich mal mit. Ich habe zwar immer noch nur 2 von den komischen Fischen da, aber ich komme dann gleich mal mit. Ich dachte, ich versuche gerade eigentlich nur noch mein Gold einzusammeln. Aber ist im Moment zum Beispiel jetzt wieder hier nichts? Ja, diesen B zu A, brauchen wir den immer noch? Wen? B zu A, grüner Blubgedöns. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, er war für irgendwas wichtig. Immunität gegen Gift. Ja, den kannst du dann halt verbinden mit einem anderen Item. Ja, ich glaube hier mit dem Pflaster und noch was. Also ich habe davon auch ein, aber man weiß nie. Also Moonglow habe ich jetzt bisher noch nichts gefunden. Honeyblock, yay! Besonders klebrig. Eine Wormhole Potion, yay!
Glaube ich ja gar nicht, dass man sowas hier nochmal bekommen kann. Ein Traum. Wo ich bin. Na gut. Ja, standardmäßig, ja. Ich fahre gerade mit dem Minenkarren hier durch den Dschungel und ich sehe hier nichts. Kein Moonglow, kein gar nichts. 270 Damage und ich weiß nicht mal wovon. Ehrlich, du. Und irgendwas da unten. Mamutuserescu. Ist ja auch fast down. Ich hab getan, was ich getan tun konnte. Tun. Es beinhaltet nur, ne, dass du auch Schaden kriegst. Das finde ich ja ganz gut. Liegt's vielleicht nicht doch nur an ihm. Nee, es sind schon die Monstren. So, folgen Sie mir mal zu meinem Geld. Lass dich nicht von der blöden Medusa treffen. Und sagt es, das sagte er und ich landete in der Lava. Okay. Oh, so ist das. Ja, also hier macht alles ordentlich Schaden. Medusa sind immer scheiße. Komischerweise ist doch der Dschungel eigentlich das noch schlimmere Gebiet. Ja. Aber durch den Dschungel kam ich jetzt echt ohne Probleme, also fast. Außer, dass ich nicht wusste, wo ich hin soll. Weil es ja Standard. Nichts Neues. Ich porte mich absichtlich kurz nochmal nach Hause, weil ich, was wollte ich? Ich wollte es mein Schweinchen tun. Das könnte ich auch von da, egal. Ich wollte mein Gold weg sichern. Okay. Ich wollte ja auch noch mal ein paar Sachen hier ablegen. Bevor ich dann jetzt wieder da in den Tod reinstürze. Und keine Ahnung habe, was ich hier eigentlich tue. Ach ja, und dann wollte ich ja noch gucken. Ja? Ach so. Was mit ja? Wie ja? Wo ja? Warum ja? Nein. Nö, doch, vielleicht. Also du musst dann echt nochmal nachgucken hier wegen den mechanischen Wurm, das Spawn-Item. Ich habe jetzt hier 30 Seelen des Lichts, 30 Eisen und 30 Verfaultes, als auch Vabraeus Gedöns-Dingens da gehabt. Könnten auch Seelen der Nacht sein. Keine Ahnung. Okay. Weiß ich jetzt nicht genau. Kann ja gleich nochmal gucken. Ja, erstmal überleben. Da ist schon wieder so ein scheiß Red Devil. Ah. Bin gleich da. Und so eine gescheite Super Fledermaus. Super Fledermaus des Todes. Ah. Ich umgehe die einfach gerade alle. Kannst du dich ja dann drum kümmern. Ach so. Sie haben Damage genommen. Wow. Und ich mich natürlich beim Vorbeilaufen getroffen habe. Kannst du denn wenigstens mal sehen? Also du darfst dich, wie gesagt, einfach nur nicht von denen treffen lassen. Dann gehen die bestimmt zügig bei dir down. Nur halt, einer von denen macht, wie gesagt, pro Hit 200. Ich weiß nicht mal, wo gerade meine Twins hinschießen, aber die ballern gerade wie wild. Irgendwas haben die gefunden. Irgendwas finde ich ganz toll. Achso, hier so ein Crimson-Viech. Da kommt so, oh, das ist also Big Batman. Genau, das ist Big Batman. Aber es ist schlimmer, finde ich, wie gesagt, die Red Devils, die sind Käse. Also wenn du so einen hast, den darfst du behalten. Okay. Und was soll ich dann damit? Keine Ahnung, bitte
Vitrine stellen, Freude deinen Freunden zeigen. Hey, cool, kann ich damit angeben. Irgendwie sowas musst du dir dann halt ausdenken. Naja, das habe ich mir gedacht. Ich sehe mal wieder nichts Besseres einfällt. Das habe ich mir gedacht. Ich kann gar nicht. Ich muss hier abbauen, um es ausweicht. Ich will es ignorieren und einfach nur abbauen. Mhm. Aber das funktioniert gerade wenigstens ganz gut. Ja, dann ist ja gut. Aua. Was ist das mal? Guck mal, um da. Ach, da ist der Lava. Ah, ja, okay, das ist der Red Devil, okay. Diesen, wie gesagt, diesen nicht schlecht. Lass dich doch mal von einem von den treffen. Ach, nee, danke, nee. Da freut man sich noch mehr. Und meine Twins unterbrechen den nicht, aber er kommt nicht sehr gut voran. Er bleibt fast auf einer Stelle stehen und schießt halt von dort. Ja, das Problem ist halt, den Teilen auszuweichen. Ich meine, sie sind nicht so... Ich sterb schon mal. Sie sind nicht sonderlich groß. Ich finde, den sicheren auszuweichen, finde ich fast schwerer. Ich hab 50 jetzt, das sollte reichen. Ich habe auch noch ein paar. Ich baue hier gerade hier unterm Eis, wächst doch hier auch so ein paar Kristalle. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt 50 zusammen. Sollte er jetzt ausreichen. Gut, dann komme ich auch wieder nach oben. Schmeiß dir meine Kristalle auch nochmal entgegen. Solltest noch vielleicht ein, zwei Häuschen extra bauen, damit die Tante auch spawnen kann. Achso, ja. Ich habe 44 jetzt eben schnell abgebaut. Die Kristalle auch. Oh, hier ist die Tante sogar schon. Was? Ernsthaft? Ja, hier. Oben, das ist die. Ich kann den sogar kaufen. Ich mach da schon. Zwei Platin. Hast du zwei Platin? Hab ich. Ja, dann. Und was braucht das jetzt an Munition? Keine Ahnung, probier's doch mal aus. Ach, da. Ah, ja. Ich. Hier, das hier. Ups. Der Claminator. Jetzt habe ich nur kein Geld mehr. Ja, das war zu sehen. Obwohl ich habe drei. Also ich hätte mir. Ne, ich hätte dann noch was gehabt. Jetzt ist zu spät. Test es aus. Ich teste es aus. Moment, ich kaufe eben Muni. Das ist schön, wie die Augen alle die hinterherziehen. Ja, ist ein Traum. Was? Jo, okay, Boss time. Okay, Boss time. Buff. Go. Munitionsbottle, weg damit. Ab ins Schweinchen! Aua! Oh. Ich schmeiß mal meinen Munitionsbeutel irgendwo hin! Der muss weg! So, jetzt nehme ich auch am Kampf teil. Der schmeißt Bomben. Aber sie zerstört nicht die Landschaft. Der schmeißt trotzdem Bomben. Aber sie zerstört nicht die Landschaft. Ah. Aua. Oh, Server-Bug. Darf Munitionsbeutel nicht aufsammeln. Das ist mein großes Problem. Oh, die Bomben machen ja richtig Damage. 120. Aber ich habe gar nicht gesehen, dass da irgendwie so eine lila eine Message war.